Hallo zusammen. Ich stelle mich heute mal einer ganz besonderen Aufgabe, nämlich mitten am helllichten Tag versuchen, mitten in der Stadt Landschaftsfotografie zu betreiben. Also ich bin nicht irgendwie besonders früh morgens los oder spät abends für irgendwie goldene Stunde, blaue Stunde so ein Gedöns, sondern tatsächlich mitten am Tag. Wir haben es irgendwas um 12:30 oder so. Und ein Tag mit, wie man sieht, wunderschönem Sonnenschein und hier und da mal eine Wolke am Himmel. Und in solchen Lichtbedingungen ist das immer nicht ganz so einfach zu fotografieren. Und außerdem sind wir hier immer noch mitten im Flachland. Also kann ich das mit epischen Landschaften schon mal vergessen. Aber ich möchte es trotzdem versuchen. Und ich konzentriere mich jetzt dann heute mal ein bisschen darauf, so kleine, intimere Szenen und nicht so sehr den großen, weiten Ausblick. Und mir ist dieser Baumstamm hier aufgefallen. Dieser tote, rindelose, der so ganz intensive, charakteristische, ja, wie soll ich es nennen, Brüche hat. Der Baumstamm ist halt so trocken mittlerweile, dass er entlang der Maserung einfach aufbricht. Und ich finde, das sieht irrsinnig interessant aus und deswegen möchte ich davon mal ein Foto machen. Und jetzt kommt ja so langsam die Natur auch in Wallung. Das heißt, es fängt wieder an, grün zu werden, schön frisch und saftig. Und das sorgt für ein ganz schönes Lichtspiel eben der Sonne durch die Blätter hier auf Boden und eben auch hoffentlich auf dem Baum. Ich habe das jetzt also so eingerichtet. Ich muss mal ein bisschen das Display von der Kamera abschirmen, sonst sieht kein Mensch, was da vor sich geht. Ich habe also ein bisschen rangezoomt an den Baum und mit Blende 4 jetzt für eine schön schmale, dünne, wie auch immer man es nennen möchte, Tiefenschärfe gesorgt. Und jetzt ist wo ist mein Finger? Da ist der Fokus also ungefähr so bei einem Drittel vom Baumstamm nach vorne hin. Hier im Vordergrund wird es schon unscharf, nach hinten im Hintergrund wird es schon unscharf, sodass tatsächlich die Textur des Baums der Star von dem Foto ist. Und ja, jetzt warte ich nur noch drauf, dass die Sonne wiederkommt. Und dann drücke ich ab. Ich bin jetzt einmal ganz durch die Eilenriede durch bis nach, wie heißt das hier hinten? Hinter Kleefeld irgendwo auf jeden Fall, bis zum Annateich. Schön, wie ich mich in meiner eigenen Stadt auskenne, aber eben bis hier hinten, einmal um den Annateich sogar drumherum. Und habe schon die Hoffnung aufgegeben, weil ich nichts Interessantes mehr gefunden habe. Und dann bin ich gerade eben nur im Vorbeifahren an dieser niedlichen kleinen Szenerie hier vorbeigekommen. Und eben gerade schien hier halt auch so ein bisschen das Sonnenlicht eben durch die frischen grünen Bäume durch. Und darauf warte ich jetzt einfach, dass das nochmal passiert und ich davon ein Foto machen kann.
schon die ganze Zeit auf der Suche nach einem frischen, grün beblätterten Baum oder wenigstens Ast, der rückseitig von der Sonne angestrahlt wird und sich dadurch mit seinen kräftigen Farben vom noch so tristen Hintergrund abhebt. Ich dachte zwar, hier so ein Motiv gefunden zu haben, konnte aber nicht wirklich was davon machen. Was sich hier aber ganz hervorragend zeigen lässt, ist, welchen Unterschied Licht in einem Foto macht. Hier seht ihr ein und dasselbe Motiv, einmal ohne und einmal mit Sonne. Die Wirkung von Licht ist wirklich beeindruckend. So, damit habe ich es für heute. Ich werde mich jetzt wieder auf den Heimweg machen, kreuz und quer durch die Eilenriede durch. Wie üblich weiß ich an dieser Stelle noch nicht, ob die Bilder tatsächlich was geworden sind. Wie üblich wisst ihr das aber schon, weil ich sie irgendwo ins Video reingeschmissen habe, wenn sie was geworden sind. Und wie üblich dürft ihr mir gerne sagen, welches davon euch am besten gefallen hat, falls es überhaupt mehrere geworden sind. Das weiß ich auch noch nicht. Und ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.